Einen wunderschönen guten Tag, du liebe Seele. Hier kommt ein neues Video von uns beiden und in diesem Video geht es um die Ernährungsmythen. Und zwar wollen wir heute mal etwas Licht in das Dunkle bringen, was alle Mythen, was die Mythen angeht, bezüglich fermentierte Lebensmittel, Apfelessig, Fasten und was es da alles gibt. Also kurz und gut. Was nicht alles gesund sein soll. Tja, genau. Die Verena hat sich damit intensiv auseinandergesetzt und die werde ich jetzt da dazu interviewen, was sie denn schon alle für Ernährungsmythen so hinter sich hat und was sie jetzt eben neu durch den Anthony William alles gelernt hat. Genau. Ja, ich habe ja viel ausprobiert. Seit 8 Jahren bin ich ja auf dem Weg, mich damit zu befassen, was jetzt wirklich die ideale gesunde Ernährung ist. Und da ist mir natürlich sehr viel begegnet an Theorien und Vorschlägen, was man da am besten zu sich nimmt und was nicht. Und habe halt viel ausprobiert und ja, habe mich oft gewundert, ist irgendwie nicht so toll, wie es versprochen wird oder irgendwie vielleicht sogar schädlich. Und bin ich jetzt bei Anthony William in seinen Büchern eben drauf gestoßen, dass viele dieser Mythen da von ihm auch quasi auseinandergenommen wurden. Und das waren schon so ein paar Aha-Erlebnisse irgendwie für mich. Genau, und darum geht es heute. Ja. Mit welchem Aha-Erlebnis fangen wir denn an? Ach, da fange ich doch mal mit den fermentierten Lebensmitteln an. Das ist, glaube ich, ziemlich Aha für ganz viele so. Weil das gerade so die letzten 3 Jahre habe ich das sehr intensiv in meine Ernährung eingebaut, habe viel selber fermentiert, also so Sauerkraut, Kimchi, anderes Gemüse und Kombucha fast täglich getrunken, Kokosjoghurt selbst gemacht. Also würde lecker. Jeder sagen, alles super, mega hammergesund und... Ja, ich hatte halt auch immer so eine leichte Darmproblematik mit Blähungen und auch da hieß es dann ja immer, ja, da musst du mit fermentierten Lebensmitteln halt das Gleichgewicht im Darmmilieu, das Mikrobiom wieder so ein bisschen in die richtige Richtung schieben sozusagen und da helfen die Lactobacillen aus den fermentierten Lebensmitteln. So kannte ich das auch. Genau. So, was sagt jetzt unser Anthony darüber und was hast du für dich in deinem Körper selber erfahren? Ja, ich habe halt erfahren, die Blähung, da tut sich mal gar nichts dran, also es wird eher schlimmer vermutlich. Aber klar, da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber ein Faktor war das, glaube ich, schon. Und der Anthony sagt eben, es sind nicht die Bakterien, die unserem Darmmilieu nützen. Also sind da eher kontraproduktiv. Es sind halt Bakterien, die eher der Fäulnis, der Verwesung nahestehen, nicht die dem Leben dienen. Und die Bakterien, die uns dahingehend eher eben von außen unterstützen, das sind die, die auf wilden Blättern, auf Früchten aus dem Garten und so weiter drauf sind. Das sind die, die wirklich dann im Darm helfen, zum Beispiel auch Vitamin B12 zu produzieren. Aber eben nicht die von den fermentierten Lebensmitteln. Also er sagt, es ist jetzt nicht mega schädlich, wenn man das so hin und wieder mal konsumiert, also gerade wenn man eben jetzt vegane, also pflanzliche fermentierte Produkte konsumiert. Also man muss sich jetzt nicht auf Dauer das Sauerkraut oder Kimchi komplett verkneifen, aber man braucht es eben nicht tun mit dem Hintergedanken, ich muss das tagtäglich möglichst in jede Mahlzeit einbauen, weil das ist so super gesund und hilft meinem Darm wahnsinnig. Also nicht mit dem Gedanken, sondern mehr hin und wieder als Genuss ist schon okay. Aber mir schmeckt es seitdem tatsächlich auch nicht mehr besonders. Ich kann mich noch erinnern an einem, ich glaube Podcast war das von ihm, da hat er gesagt, ja früher war das schon auch nützlich für unsere Vorfahren, weil sie brauchten es, um den Winter zu überleben. Jetzt gerade so in den nördlichen Regionen war das einfach wichtig. Jetzt heute... Notwendig. Es war einfach notwendig, genau. Heute brauchen wir das nicht mehr, weil wir haben ja Supermarkt und Tralala und Hopsasa und alles und können zu jeder Zeit immer alles, haben immer alles verfügbar, vor allem im deutschsprachigen Raum kriegst du ja wirklich alles immer von überall her. Ja. Von dem her sagt er, brauchen wir das jetzt auch nicht mehr zum Überleben. Genau. Ja, in die Kategorie gehört ja auch der Apfelessig so als fermentiertes Lebensmittel, nochmal speziell Essig. Und da sagt er halt, Essig ist generell halt sehr schlecht.
vor allem für die Leber. Also die wird sich quasi fühlen, habe ich irgendwo gelesen bei ihm, wie eine eingelegte Gurke. Stimmt, und für genau. die Leber ist der Essig genauso schlimm wie der Alkohol, wirkt ein bisschen anders, reduziert den Sauerstoff halt im Blut und dann kämpfen die Leberzellen so ein bisschen ums Überleben und können gar nicht mehr ihren eigentlichen Aufgaben nachkommen. Und da ist es jetzt eben egal, ob das natürlich fermentierter, biologischer Apfelessig ist oder einfach Branntweinessig. Aber ja, wenn man denn hin und wieder doch gern seinen Salat oder was auch immer mit Apfelessig oder mit Essig würzen möchte, dann ist Apfelessig definitiv die beste Wahl. Aber so, ja, es gibt ja eben so diesen Trend, morgens irgendwie einen Teelöffel, jeden Morgen mit einem Teelöffel Apfelessig im Wasser anzufangen. Sei besonders gesund. Ja, und das, definitiv nicht machen, nur um der Gesundheit willen. Ja. Dann das Zitronenwasser stattdessen, bitte. Das wäre besser. Schwächt die Magensäure, habe ich auch noch irgendwo gelesen, ne? Dieser Essig. Ja, ich nehme mal an, also... Da wird ja quasi die Notwendigkeit, Magensäure zu produzieren, irgendwie wie so ein bisschen reduziert, weil da kommt ja eine extreme Säure rein. Also irgendwie bringt das dann so das natürliche Gleichgewicht da auf jeden Fall aus dem Takt. Dann kommen wir direkt zum nächsten Mythos. Fasten. Das Fasten, oh ja. Beziehungsweise das intermittierende Fasten. Aber das Fasten allgemein steht ja bei ihm so nicht so einen ganz guten Stern. Mhm. Und das sagt eben dieses intermittierte Fasten, dass er, Natürlich, Fasten kann man auf ganz viele verschiedene Arten. Und bei ihm geht es jetzt wirklich darum, dass man dann eigentlich gar nichts zu sich nimmt und eben auch nicht diesen Fruchtzucker, den wir permanent brauchen. Man kann natürlich auch sagen, man macht ein Fettfasten. Und dann wäre das ganz im Sinne von Anthony und dann ist es perfekt für die Leber. Ich war eben auch, hab dem lange geglaubt, intermittierend fasten, also dass ich möglichst meine Essensaufnahme am Tag auf einen kürzeren Zeitraum beschränke, also den Vormittag nicht esse, nur Wasser trinke und dann abends auch nicht zu spät esse. Ich habe das dann vielleicht über einen Zeitraum von 8 Stunden gemacht, nicht jetzt schon besonders extrem. Aber letztendlich habe ich schon auch irgendwie gemerkt, irgendwie so hungrig sein am Vormittag, wo mir eigentlich danach wäre, Früchte zu essen, das kann es irgendwie nicht sein. Also das habe ich schon gemerkt und habe dann schon auch relativ früh Früchte gegessen. Und ja, genau so ist es letztendlich. Der Anthony sagt eben, fangt eben früh an mit dem Zitronenwasser und dem Honig drin und gibt wirklich Hirn und Leber gleich die Glucose. Was die brauchen, um gut arbeiten genau. zu können. Ja, und falsch wäre es eben jetzt, sich ewig lang nur am reinen Wasser dann festzuhalten, den Vormittag über. Aber das Fettfreie eben den Vormittag über zu machen, das ist dagegen eine gute Art zu fasten. Ja. Weil man kann ja schon, wenn man sagt, man will ganz dringend fasten, man kann ja auch noch ganz andere Sachen fasten. Gluten fasten, Milch fasten, keine Ahnung, Kaffee fasten. Also wenn du unbedingt fasten möchtest, wir haben Wobei da viele Ideen. Wobei man versteht das dann immer so, als man macht nur das. Ne? Kaffee nee, genau, fasten wäre also genau das Gegenteil, bitte. Genau. Also wir, Kartoffelfasten geht gut, also ja, genau, nur Diät. Fasten. Genau. Also Fasten heißt ja eigentlich der Verzicht auf. Ja. Also der Verzicht auf Kaffee, auf Milch, auf, da können wir helfen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall der Verzicht auf das Fett. Das regeneriert eben die Leber und das ist ein wichtiger Grundbaustein deiner Gesundheit. Mhm. Genau, also der Verzicht auf Fett regeneriert die Leber. Und nicht wegen intermittierend Fasten am Abend dann, also mache ich auch nicht mehr, dann esse ich auch gerne nochmal irgendwie eine Dattel oder eine Banane oder Tee im Honig oder also doch nochmal Zitronenwasser. Hilft schon, ja. Ja. Dann gibt es ja nochmal so einen Mythos, der ist wohl, also ich kannte den nicht, in Amerika muss der wohl total hip und in sein, das sind die Früchte. Ich weiß nicht, ist das bis hierher gekommen, du weißt jetzt da mehr davon? Ja, kam das hier auch rüber geschwabbelt? Das ist ja so ein bisschen... Ja, es wird ja oft Fruktoseintoleranz
diagnostiziert. Ne? Ah, das ist ja auch so ein Trend. Ja, stimmt. Interessanterweise sagt Anthony, das gibt's eigentlich nicht wirklich. Also das ist wirklich diesem Trend geschuldet, Früchte und Zucker schlecht zu reden und Fett und Tierisches dann eher zu hypen. Also es ist wohl ein ziemlich alter Trend, der, ja, keine Ahnung, zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg zum 20. Jahrhundert entstanden ist in den USA, um die Fleischindustrie ordentlich zu fördern. Ah, hat er auch mal irgendwo geschrieben. Aha, ja, hat gut funktioniert, ne? Ja, wunderbar. Genau. Vielleicht, ja, was ich mir vorstellen könnte, wir sind ja jetzt doch ein bisschen fortgeschrittener da, ich bin ja so eher so spirituell unterwegs, dass unser Körper jetzt einfach auch viel mehr leichtere Kost einfach auch möchte und verträgt. Ne? Da gehören ja aus. Definitiv die Früchte und das Obst auch, also das Gemüse auch damit rein. Ja, ja, vielleicht hat sich das tatsächlich verändert im Laufe der letzten 50, 60, 70 Jahre. Glaube ich fast, ja. Ja. Ja, aber grundsätzlich war es wahrscheinlich schon immer so, dass ja, die Leber und das Hirn eben auf Glukose laufen und eben aus den Früchten das Ganze am besten verwerten kann. Ja. Dort, die eben die passenden Begleitstoffe, Enzyme auch mitgeliefert werden, das eben natürlich ist. Und ja, letztendlich, gerade in der heutigen Zeit, braucht eben die Leber unbedingt auch die Früchte. Sie hilft eben sie helfen bei der Entgiftung. Mhm. Ja. Ja, wir haben als nächstes Keto. Das ist auch, habe ich auch das immer wieder, das habe ich immer wieder gehört. Das wäre total toll. Ich habe das noch nie probiert. Ich habe das mal wirklich 1 bis 2 Wochen sowas um den Dreh. Als so eine Antiparasitenkur hat das jemand empfohlen. Habe ich mal ausprobiert. Habe ich mich auch nicht wirklich so gut mit gefühlt. Aber da hatte ich von vornherein auch eher... Ja, hat meine Intuition mir eher von abgeraten, würde ich sagen, mich also so immer zu mal ernähren. Also das auf kam das mir Bauchgefühl immer, obwohl, hören, ne? Ja, genau. Letztendlich, ja, das Gleiche, was wir schon gesagt haben, wir brauchen eben den Zucker. Das Fett dagegen macht das Blut dick, das erschwert eben dann den Transport vom Zucker und auch den übrigen Nährstoffen in die Zelle. Das wiederum zwingt dann die Bauchspeicheldrüse wiederum mehr Insulin zu produzieren. Also kann langfristig wieder zu einer Insulinresistenz führen. Also Diabetes ist letztendlich nicht zurückzuführen auf ein Übermaß an Zucker, sondern auf ein Übermaß an Fett. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Mythos. Wohl wahr, wohl wahr. Na dann, dann haben wir noch mal was zum Thema Fett, ne? Um Vitamine aufzunehmen, brauchst Fett. Das hört man ja, immer quasi die fettlöslichen Vitamine. Genau, über die Karotte Vitamin so. A, ja, genau. Brauchen wir ganz dringend das Fett dazu, sonst geht da gar nichts. Ja. Ja, letztendlich enthält jedes pflanzliche Lebensmittel auch Spuren von Fett und das ist letztendlich ausreichend dafür. Wir müssen nicht zusätzlich Öl über die Karotte träufeln. Genau, also nicht eintunken in Öl. Einfach so essen. Ja, dann haben wir noch ein schönes Wunderheilmittel, das man eher äußerlich anwendet wie innen. Das wäre das Natron. Ja, wobei eben auch viele dazu raten, Natron zu trinken. Also diesem Gesundheitstrend bin ich auch mal gefolgt. Ich auch. Morgens einfach mal einen Teelöffel Natron im Wasser. Ja, genau, genau. Das habe ich auch ist relativ halt basisch, lang gemacht. Ne? Basisch, macht mein Körper schön basisch, kann ja nur basisch sein, ist das schön, ist das gut. Ja. Hat auch nicht geholfen. Nee. Also Anthony sagt halt, das wirkt echt aggressiv auf den Darm. Ja, logischerweise, da es so sehr alkalisch ist, stört es ja auch wieder dann die Salzsäure, also im Magen. Bringt da was ins Ungleichgewicht. Unruhe. Ja, also er sagt, in Spuren irgendwie schadet es nicht, aber eben dann so nach dem Motto, viel hilft viel, nee, dann ist es wirklich schädlich. Weißt du auch, was er sagt zum im Natronbaden, also so ein Basenbad? Das weiß ich jetzt nicht, aber da würde ich vermuten, das ist gut. Ja, ich glaube, von außen meint er, kann man das wohl schon mal machen. Ich könnte das nochmal nachgucken und schreiben es euch da unten rein. Auf jeden das Fall machen wir. Ist die Folge dann eben auch eher eine gestörte Verdauung, weil eben die Salzsäure gemindert wird und ja, es soll sogar das Immunsystem eher schädigen, schwächen. Schade, ne? Ach, du musst selber okay, damit putzen. Also es war jetzt nicht so der Hochgenuss, dass ich es vermissen würde, den Natron ja, das stimmt, es war nicht so ganz lecker, das ist richtig. Und wir haben jetzt genug andere Mittel, die uns helfen, die leckerer sind, denen wir vertrauen können. Ja. Ja,
Ach ja, die Gallenblasenreinigung, die habe ich ja sogar selber mal auch durchgeführt, zweimal. Ja, das ist auch eine echt heftige Geschichte, wo man nach ein paar Saftfastentagen, die natürlich super sind, dann ein ganzes Glas Olivenöl und ein Glas Zitronensaft oder wahlweise Grapefruitsaft hinterher trinkt und damit ein richtiges Schockerlebnis eigentlich für die Galle auslöst, die dann gezwungen wird, massiv Galle auszuschütten. Ja, und dann hieß es immer, damit schüttet sie gleichzeitig die Gallensteine aus, die überall in den kleinen Gallen und ja, und auch von der Leber her, Lebergängen drin sitzen. Aber Anthony sagt eben, ja, was da dann am Ende rauskommt, das sind letztendlich diese zusammengeballten, koagulierten, überschüssigen Fetttröpfchen, ne? die da auf einmal So so klug, klug, klug. gelartig sind die. Also das weiß ich auch noch, was da eben rauskam. Das ist tatsächlich so ein bisschen Gelglipschi. weich, ja, also schon fest, aber noch ein bisschen weich. Ja. Also das macht schon sehr Sinn, ja. Und ja, Dass es keinen kann Sinn einfach macht. nicht gut sein, wirklich den Körper mit 200 Milliliter Öl auf einmal zu fluten. Das ist wirklich der absolute Schock für die Leber und die Galle, die dann eben so, also Gallenflüssigkeit ist eben auch sehr aggressiv, die muss dann irgendwie am Ende auch wieder irgendwie neutralisiert werden, abgebaut werden und ja, gar nicht gut, nicht empfehlenswert. Auch keine gute Lieber Idee. langfristig eben eine ja, leberschonende, leberfördernde Diät eben nach Anthony William zu machen. Und damit tut man eigentlich Der Galle auch ausreichend was genug. Gutes. Und damit werden, sagt er, glaube ich, bauen sich die Steine auch wieder von Genau, alleine ab. ganz genau. Da muss man die nicht rausbefördern. Ja, vermeintlich. In Form Mir von fällt jetzt Öl. gerade noch was ein, ist gerade zu dem Natron, da gibt es nochmal ein anderes Pülverchen, was auch sehr, sehr gerne wieder verwendet wird, eben wo angeblich Schwermetalle bindet im Körper, das Zeolit. Das habe ich auch mal eine Zeit lang, ich fand es auch ganz irgendwie bäh, irgendwie, hat irgendwie auch nicht gebracht, irgendwie nicht so viel gebracht und habe dann irgendwann eben auch beim Anthony gelesen, das verklebt eigentlich nur die Darmzotten so. Also Okay, dann, ist halt das was bindet es wohl und Mineralisches, dann ja. klebt es da in den Darmzotten wohl drin und hängt dann da fest. Also da wollen wir es ja dann auch nicht haben. Wir könnten es zur Zahnpasta verwenden. Also da Okay. eben weiß ich so zu äußerliche Anwendungen. Und seither habe ich das Zeolit nur noch in meiner selbstgemachten Homemade Toothpaste, also nur noch in der Zahnpasta drin und eben nicht mehr eingenommen, um Ja. Schwermetalle zu binden. Also wir können das eben auch anders mit dem Heavy Metal Detox Smoothie, schmeckt auch noch viel Genau, also leckerer. die ist klar, die pflanzlichen Substanzen sind einfach uns, unserem organischen Körper viel näher als das anorganische, mineralische, ne? Ja. Wobei manche da wirklich auch schon sagen, wow, ich habe das solche Heilerfolge damit gehabt. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, hin und wieder in Maßen und wenn der Darm schon ganz recht frei ist vielleicht, dass es dann okay ist. Who knows, who Ja. knows? Manchmal hat es ja auch schon geholfen, was wir jetzt sagen, tu es nicht. Ja. Also der Mehrheit wird es wahrscheinlich nicht helfen. Oder probier was anderes. Probier das mal aus, was wir da machen. Und guck mal, ob dir das hilft. Besser hilft. Genau. Das wäre doch mal eine Idee, ne? Wenn du Fragen dazu hast, kontaktiere uns gerne. Ganz genau. So machst du Haben wir das. denn Haben wir noch noch was? was? Ja, mit dem Fett halt. Ja, ach ja, da ist noch ein interessanter Punkt. Mythos Omega-3-Fettsäuren, die man ergänzen muss. Muss man auch tatsächlich, wenn man eine fettreiche Ernährung zu sich nimmt, sei sie jetzt vegan oder tierisch und dann aus Massentierhaltung, wo die Tiere keine artgerechte Grünnahrung erhalten haben. All das hat nämlich ein Omega, es geht ja immer um das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren, die wir zu uns nehmen sollten. Und die haben ein sehr ungünstiges Verhältnis, wo es weitaus mehr Omega-6-Fettsäuren drin hat als Omega-3. Und ja, wir idealerweise haben wir so Omega-3 zu Omega-6, 1 zu 1, vielleicht 1 zu 3 so maximal. Ja, und wir verschieben das halt, indem wir jetzt zum Beispiel viele Nüsse essen und Samen oder eben auch Fleisch und Milchprodukte. Und dann, ja, muss man eben am Ende Omega-3 ergänzen, um das wieder ins Lot zu bringen. Aber wenn wir das jetzt eben nur so aus den grünen Pflanzen haben, die eben auch Fettsäuren drin haben, dann ist es eben von vornherein genau richtig und dann muss man auch nichts mehr ergänzen. Und dann hat man nämlich
dieses Problem des Omega-6-Fettsäuren im Überschuss eben ständige Entzündungsprozesse im Körper auslösen, während Omega-3-Fettsäuren eben entzündungsmindernd wirken. Genau. Ja, dann kann man sich das jetzt überlegen, wenn man meint, man hat so das Gefühl hat, ich habe ständig irgendwo eine Entzündung, einfach mal das Fett reduzieren. Genau, oder ganz weg. Das reduzieren wir erstmal, oder? Genau, Schritt für Schritt. Ja. Ich glaube, das waren so die Mythen. Es gibt dann natürlich noch die Mythen, weil ich habe auch gesagt, ja, und mit Milch und Tra und Gluten, sagt sie, nee, das wisst ihr eh schon alles. Ja, genau. Das wisst ihr eh schon alles. Ich wollte nur über die Mythen reden, die so in der alternativen Gesundheitsszene gerade noch stark vertreten sind. Also wirklich für Leute, die sich sowieso schon mega für gesunde Ernährung interessieren. Genau. Und wenn ihr das mit der Milch auch noch wissen wollt, dann schreibt uns oder informiert euch einfach selber, was denn die Milch... Warum die nicht so gut ist. Warum die nicht so gut ist. Genau, so macht ihr gut. Das. Alles gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Das kommt bestimmt bald oder schauen anderes was von uns, was du noch nicht kennst. Genau. Wünschen wir viel Freude dabei und wir sehen uns. Ja, danke euch. Tschüss.